Infolge des 11. September 2001 dürften Terrorverdächtige nach US-amerikanischem Recht jederzeit und an jedem Ort getötet werden. Die Deutsche Welle schreibt dazu: Der frühere US-Drohnenpilot Brandon Bryant sagte 2015 vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags aus, Rammstein sei die zentrale Relaisstation für Tötungsmissionen gewesen. Die über einem Einsatzgebiet kreisenden Drohnen kommunizierten via Satelliten mit dem Stützpunkt in Deutschland. Dort sei das Signal verstärkt und per Glasfaserkabel in die USA geschickt worden. Von Endpunkten in den USA aus seien Ziele markiert worden und tödliche Raketen oder Drohnen ausgelöst. Es ist ein Skandal, dass das rheinland-pfälzische Rammstein als zentrale Drehscheibe für diese weltweiten unrechtmäßigen US-Drohnenangriffe dient. Die Bundesregierung und einzelne Politiker spielen diesen Tatbestand immer wieder herunter. US-Interventionen, um das Kind beim Namen zu nennen, wir sprechen von Kriegen, werden meistens mit Worthülsen begründet. Da geht es um die nationale Sicherheitsstrategie oder um Konfliktabschreckung, um demokratische Lösungen oder die Sicherung des Friedens. Diese Formulierungen sind zutiefst heuchlerisch. Kriege sind immer unmenschlich. Es geht in allererster Linie um Rohstoffe wie Erdöl und geostrategische Vorteile. Wenn Kriege wirklich Frieden bringen würden, müsste sich das dann nicht auch in der Bilanz der US-Antiterrorkriege eindeutig zeigen? Das genaue Gegenteil ist der Fall.